Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Kaufbauvideo zu Darkseid, haben wir euch versprochen. Ja. Wir zeigen euch einmal, wie man das Ganze im Hookajon baut oder in einem normalen Tunnel und ohne Aufsatz, sondern nur mit Alufolie. Und einmal, wie man den in einem Kopf nimmt, der ein Heat Management Device drauf hat, wie ein Lotus oder sei es ein Fireflower oder ein Razer, wie auch immer ihr wollt. Wir zeigen euch das Ganze jetzt in der Detailansicht. So, als erstes zeigen wir einmal den Kopfbau vom Cookie in der Core-Variante. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch nochmal für alle, die Darkseid nicht kennen, hier den Schnitt sehen. Habt das Ganze einmal angerichtet auf dem Teller. Muss vielleicht der Alex einmal zeigen in der Cam. Mhm. Sieht man das? Ja, das sieht man. Das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, hier leichte Molasse zu sehen. Aber das Ganze ist sehr, sehr schön feucht und ist jetzt nicht extrem überschüssig. Wir haben hier einmal einen Hookajon, die Harmony Bowl. Und geben jetzt mit einem ganz normalen Gäbelchen das ganze Loch flochig erstmal rein. Ich habe das jetzt Pi mal Auge ein bisschen abgemessen, was ich jetzt hier auf den Teller gegeben habe. Da man ja aus den Darkseid-Dosen jetzt eher Darkseid-Päckchen eher schlecht im Video bauen kann. Aber ich gebe das Ganze jetzt erstmal rein und dann schauen wir mal weiter, ob uns da noch was fehlt. Was schätzt du, was du jetzt da reingetan hast? Harmony Bowl schlucht um die 13, 14 Gramm. So, das sieht aber schon gut aus. Ihr müsst ihn nicht absolut voll klatschen. Und jetzt geht man hin, nimmt das Ganze so ein bisschen und verteilt es auf eine Höhe und dass es bis zum Rand hin ausgefüllt ist. Und dann wird das automatisch jetzt so auf Lochhole minimal unter den Rand gedrückt. Und das ist natürlich jetzt nur unsere Variante. Also andere Leute bei uns anders, das ist ja ganz klar. Wir fahren damit die besten Ergebnisse. Wir drücken das Ganze jetzt nicht an, sondern lassen wirklich hier die Luft zum Zirkulieren drin. Und eine leichte Unebenheit da, dass vielleicht ein paar Stellen punktuell mehr Hitze bekommen als die anderen, die tiefer liegen, wo sie nicht bedeckt sind. Gehen hin, Alufolie drauf, das Ganze einmal leicht vorspannen. Dann muss ich natürlich hier einmal meinen Piekser holen. Von Werkbund bin nicht der beste Locher, aber ich lege da auch keinen Wert drauf, ich bin kein Instagrammer. Dann sieht man bei uns den Kopf von oben, ne? Ja. Die Lochvariante schnell. Genau, einfach schnell fertig. Drei rein, dann wieder alles nachjustieren. Euch bringt es natürlich nichts vorher, das Ganze stramm zu ziehen, da ihr ja eh mit dem Piekser normalerweise noch mal ein bisschen die Spannung nehmt. Deswegen einfach danach einmal richtig festziehen. Und läuft das Ding noch. Am besten die Alufolie nicht abreißen. Richtig. So, gleich streichen hier unten. Zack, über den Rand einmal gehen, dass wirklich alles luftig ist. Jetzt kommt dann Kohlesieb oben drauf und dann Abfahrt. Somit haben wir den ersten Kopf gebaut. Jetzt kommt der zweite Kopf, wie wir das Ganze mit dem Heat Management Device tätigen. Dafür haben wir einmal unsere Japona Mummy Bowl. Einmal den Darkseid Core Dark Ice Cream. Einmal nochmal vorher durchmixen. Hier habe ich es jetzt aus einer Tupperdose und werde das Ganze jetzt einmal lockerflockig hier reingeben. Wenn euch der Darkseid Cookies interessiert, werdet ihr auf jeden Fall am Freitag glücklich sein, weil da werden wir euch ein Review dazu geben, wie dieser Tabak ist. Jetzt geht es hier fast genauso wie bei dem Hookajon dazu, das Ganze einfach nur erstmal lockerflockig ein bisschen zu verteilen. Bei dem Japona ist das natürlich wunderbar, Alex, ne? Die, die Rille für den Lotus ist natürlich prädestiniert hierfür, um ein Augenmaß zu haben beim Bauen. Mhm. Und Alex sieht noch mal ein bisschen mehr Licht drauf. Ist schon ein sehr dunkler Kopf, ne? Ja, Molasse. Weil in der Harmony Bowl konnte man es besser sehen, aber jetzt sieht man es auch in dem anderen Kopf. Genau, es ist einfach wieder locker flockig. Jetzt auf Randhöhe, das Ganze ist jetzt hier auf Noppenkontakt. Hier oben haben wir ja eine Harmony Bowl ein Abstandssetup. Und dann werden wir uns das Ganze jetzt mal genehmigen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind zurück. Ja, Köpfe laufen so wie sie sollen. Man hat wirklich das Gefühl, dass er diese Luftzirkulation braucht. Dass man das so ein bisschen luftig, flockig baut, sodass die Luft schön den Tabak umkreisen kann, die Hitze, und nicht von vorne einfach nur zack, oben auf eine flache Fläche drauf drückt. Sondern so entfalten sich die Aromen und der Grundtabakgeschmack um einiges besser, haben wir so bisher. Ja, wir haben ja auch
mehrmals rumprobiert, mit an komplett andrücken, leicht andrücken, locker bauen und so weiter. Er lief überall, aber am besten haben wir wirklich von den Aromen her ja, genau. Das ist, Ergebnis damit erzielt. Und wie gesagt, in beiden Köpfen läuft er sehr gut, ob es jetzt mit Abstand ist oder halt im Vollkontakt, also ist komplett nicht nur Nocken, sondern kompletter Vollkontakt. Darkseid selber sagt ja, ein Mehrloch, nicht Tonkopf, sondern Mehrlochkopf aus Stein und dann ein Lotus oder was weiß ich drauf. Mhm. Habe ich auch jetzt öfter mal ausprobiert. Läuft auch sehr gut. Ich muss aber sagen, dass ich dann doch mit dem Setup jetzt am besten klarkomme. Und das auch wirklich in beiden Lines. Also sei es Bass oder Coreline, läuft beides ja, sehr, sehr gut. Ich finde auch Bass oder Coreline, die unterscheiden sich nicht viel vom Hitzeverhältnis. So. Ja. Also die sind relativ identisch, ne? Sei es jetzt mit Nocken oder Vollkontakt und Abstand mit Sieb. Ja. Also. Hier haben wir jetzt drei Kokosol-Cubes drauf, wir haben nur zwei drin, Deckel sind aber offen und der zickt null rum. Also du brauchst den an und der läuft dann butterweich durch. Ja, wir haben auch letztens haben wir die Starline auch gebaut. Da haben wir zum Beispiel den Cascade-Funnel genommen, haben auch das Ganze ein bisschen locker flockiger gebaut. Und den, Flamesmoke draufgepackt mit drei Kohlen. Ja. Und der lief auch ohne Probleme, ohne Zicken und super Geschmacksentwicklung. Ja, wie gesagt, freut euch über Freitag. Da kommt das Review zum Cookie. Und bis dahin, wie gesagt, Dienstag, Freitag, Sonntag sind unsere drei Upload-Tage. Genau. Da und ballern wir jetzt raus. Facebook wie Instagram verlinkt. Schaut da einfach vorbei. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Mehr Anregungen bezüglich Kopfbau. Was wir mal vorstellen sollen, ob es ein Tabak sei, ob es ein genereller Kopf sei, wie man den baut. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben, was euch da interessiert. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao!